Alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Leute, das neue Update 14.50 ist draußen. Leider für PS4 ist es noch nicht draußen, deswegen wird Nils jetzt auch, glaube ich, jetzt gerade im Moment nicht mit uns spielen können, weil das Update momentan noch nicht verfügbar ist. Irgendwie hat Sony oder Fortnite haben da was vermasselt und deswegen für die Leute, die auch damals Standard, die heute Morgen Standard Skills Stream geguckt haben oder heute Mittag, haben gemerkt, dass er schon etwas broke war, dass er sich das Update nicht runterladen konnte und deswegen noch die alte Version spielen musste und nicht den neuen Patch spielen konnte. Also da war er schon ziemlich broke gewesen. Waren zwar nur PS4 Lobbys, was er da gespielt hat, aber trotzdem schon ziemlich scheiße. Ich hoffe mal zumindest, dass die PS4-Leute heute oder morgen noch ihr Update bekommen werden. Wäre schön. Dann könnte Nils nämlich auch noch spielen, Leute. Es ist echt schade, dass er nicht spielen kann, Leute, weil sonst hätte ich das Video jetzt mit ihm aufgenommen. Aber leider ist das momentan gerade nicht möglich. Ich weiß, Leute, es ist behämmert, aber ich kann es nicht ändern. Dass es gerade so ist. Und er nicht mit uns spielen kann. Es ist zwar ziemlich schade, aber was soll man da machen? Leute, was uns jetzt erwarten wird, nächsten Sonntag eben ein Turnier und dann morgen das Ghost Rider Turnier. Ich will mir nur mal noch die Daten durchsehen dann gleich. Aber das sehen wir uns gleich alles an. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zuerst in Rette die Welt rein und schauen, ob sich da noch was groß verändert hat. Aber muss man einfach mal schauen. Das werden wir ja gleich sehen. Erstmal in Rette die Welt rein und dann in Battle Royale rein. Okay. Anders aufgeregt gerade, Leute. Ich bin gerade anders aufgeregt, ich bin gehypt. Schade, dass Nils nicht mit dabei sein kann. Also Rette die Welt haben wir bis jetzt mal nix. Das ist sehr enttäuschend, aber was soll man da großartig machen? Dann würde ich sagen, wir gehen gleich in Battle Royale rein. Kann man nichts machen. Let's go. Und jetzt wird's interessant, Leute. Lecker Schmecker hier, oder? Okay, das war noch von... Ah, das war noch von Ding. Ja, dann haben wir hier eben noch von Deadfire hier die Spitzhacke. Den neuen Style von Deadfire in Weiß. Sieht echt schnieke aus. Und dann noch den Rucksack. Einfach lecker Schmecker für Spaß, Digga. Ich habe aber noch was in den Datenfiles gesehen. Fällt mir da gerade auf. Das will ich jetzt gerade mal schauen, ob das auch stimmt oder ob das dann ein normaler Skin sein wird. Weil ich habe gesehen, bei den Ninja soll sich anscheinend auch ein neuer Style geben. Bei Kuhn hier. Aber scheinbar nicht. Schade. Hätte ich gefeiert. Auf jeden Fall, Leute, Halloween ist ja somit eigentlich in der Endphase. Ich werde natürlich die Spitzhacke jetzt hier noch spielen. So, die ist aber auch ganz anders animiert jetzt, oder? Kommt zumindest mir so vor. Okay, dann nehmen wir einen anderen Gleiter. Den Fall-Effekt können wir so lassen. Dann nehmen wir mal das hier. Dann nehmen wir mal eine andere Musik. Wir machen jetzt mal Weihnachtsmusik hier rein, Leute. Ich bin schon auf Weihnachten eingestimmt hier. Ja. Ich bin schon richtig hier so im Weihnachtsmodus, ich hier, Leute. Okay, Leute. Item Shop. Hat sich jetzt mal großartig nichts verändert. Außer, dass halt noch die zwei Packs hier drin sind. Die werden wahrscheinlich aber demnächst auch rausfliegen. Dann hier eben die ganzen Skins, die heute drin sind, aber heute auch keine große Veränderung am Item Shop. Bis jetzt. Okay. Können wir mal so stehen lassen. Passt schon. Wettkämpfe, eben dieser Cup ist ja morgen, Leute. Wann findet er denn statt? 17 bis 20 Uhr. Ja, Leute, das passt. Den können wir spielen. Steht auch dran. Turnierdetails. Ach, es ist ein Trio-Turnier. Ja, moin, da muss ich ja bis morgen Leute zusammensuchen. Ist ja geil. Für den Lachladen-Spitzhacken-Turnier müssen wir auch wieder Leute zusammensuchen. Ist das geil. Top 10, Top 15.
jede Eliminierung gibt sogar 3 Punkte, Alter. Und du kannst dich halt nicht heilen, das ist echt strange. Aber Leute, wir können uns jetzt noch auf Level 215 spielen, ich liebe es. Schauen wir mal, ob Epic vielleicht mal nochmal... Okay, die Karte hat sich aktualisiert. Gefahrenmodus ist da. Hört sich irgendwie so Cyberspace an. Lochkarte wird sich nichts verändert haben, oder? Nö. Nö, nö, nö. Hat sich nichts verändert, okay. Passt schon so. Ist mir auch eigentlich relativ schnuppe, sozusagen. Weil sowieso den... Eigentlich, ich hätte mich sogar gefreut, wenn sich da noch was geändert hätte, Leute, aber... Ja, wir müssen es halt jetzt so nehmen, wie es ist. Es ist halt so. So, was haben wir denn hier? Schrotflinten-Eliminierung, bau Stein ab, bau Metall ab, füge Sturm, Tour Handlanger eliminieren. Okay, Leute, ich würde sagen, dadurch, dass wir gerade eh diesen Modus haben, würde ich sagen, zocken wir mal pures Gold mal wieder. Ich habe gerade Bock auf pures Gold hier. Auf jeden Fall, Leute, ich habe eher so gedacht, dass der Ninja auch noch so einen Style bekommen würde oder sowas in der Art. Weil da war auch eigentlich was, sozusagen hatte der Hypex auch was gepostet. Aber ich werde euch das nachher, glaube ich, nochmal zeigen. Oder vielleicht wird es auch als einzelner Skin rauskommen. Wäre auch möglich. Ja, Leute, ihr wundert euch sicher gerade schon, warum ich schon hier diese Weihnachtsmusik drin habe. Ja, Leute, ich bin gerade irgendwie voll auf Weihnachten eingestimmt, weil die nächste Season, die wir ja haben, ist eigentlich schon sozusagen schon in der Weihnachtszeit dann. Weil die wurde ja sogar verschoben. Ah ja, das müssen wir auch noch schauen, ob sich der, ob sich da die Zeit verändert hat. Das interessiert mich mal auch noch. Hier mit unserer neuen cute Spitzhacke hier am Start. Sieht eigentlich schon ganz cute aus, aber wenn die leuchtet, sieht es bestimmt noch heftiger aus. Da wette ich euch was. Das sieht richtig cute dann aus. Ja, Leute, wie schon gesagt, es ist schade, dass Nils nicht mit dabei sein kann, aber da können wir auch nichts, da kann ich auch nichts machen, Leute. Weil das Ding ist einfach, da hat er jetzt halt Pech gehabt, weil PS4 hat einfach, beziehungsweise Fortnite hat da bei PS4 irgendwie was verkackt oder so. Also das Gefühl. Oh Leute, mein Lieblingsort ist ja weg. Nein. Da wo Stark Industries war, da war ja immer die Lama Farm. Da hätte ich gerne gelandet. Das erinnert mich so damals noch an die Zeiten, als die noch stand. Bevor Ding drin war. Bevor das mit den Marvel Sachen drin war. Also diese Season drin war. So Season 3, Season 2, Season 1. So Chapter 2. Chapter 2 eben. Daran erinnere ich mich noch so richtig gut, Leute. Das war so cool. Ich habe die Lava-Farm eigentlich immer gefeiert. Das war mein Lieblingsspot sozusagen. Auf jeden Fall, Leute, für die, die Bock haben oder die gerade vielleicht dieses Video gesehen haben, ich suche gerade auch noch vielleicht irgendwelche Kandidaten für den Trio-Cup morgen, weil ich kann den nicht alleine spielen und den Ghost Rider Cup, den würde ich gerne spielen. Dann. Also wenn sich da irgendjemand bei mir melden will, über die Kommentare oder so, kann sich gerne melden. Würde ich natürlich nicht nein sagen. Natürlich, ihr müsst schon gut was drauf haben. Und natürlich, ihr müsst auch ganz clean sein. Ihr dürft nicht so arschig sein sozusagen. Und deswegen, ja Leute, schreibt mir dann einfach mal in die Kommentare für die, die gerne mit mir dann morgen mitmachen würden. Ich werde euch dann adden und dann werden wir das Turnier zusammen spielen. Ich brauche aber nur 2 Leute für das Turnier, also merkt euch das. Vielleicht kann ich auch bis morgen 2 Teammates auftreiben oder, ja. Oder bis Sonntag. Sonntag geht eigentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass das eine Turnier jetzt von Ghost Rider schon morgen ist. Also habe ich nicht damit gerechnet, bin ich ehrlich, so wie es ist. Es kam etwas unerwartet an meiner Stelle. Aber gut. Ich werde einfach mal so ein bisschen rumfragen. Vielleicht finden wir da auch jemanden. Leute, es ist eigentlich auch gerade gut, dass wir diesen Modus hier spielen können, weil das Ding ist einfach,
wenn ich diesen Modus hier spielen kann, kann ich auch nebenbei meine Kurzherausforderung noch abschließen, Leute. Und heute ist es auch soweit, Leute. Heute werden wir 215 werden und somit Tony Stark in seine hohle Variante reinbringen. Und danach fehlt uns nur noch ein Skin und das ist eben Wolverine. Der wird uns dann schätzungsweise ab 220 die Ehre erweisen und dann in seiner Holo-Stufe auftauchen. Aber ich dachte, ich nehme das hier jetzt noch mit rein, dass ihr Bescheid wisst, warum ich überhaupt so gerade so richtig geflasht bin und so weiter. Sowieso, ich bin geflasht, Leute, es ist schon ein cooles Update. In den Datenfiles wurde ja auch gefunden, wurde jetzt ein Countdown für das Galactus-Event gefunden. Diese Woche kann ich mir nicht vorstellen, dass es kommen wird, weil ganz einfach diese Woche, das wäre etwas kurzfristig nach diesem großen Update. Und ja, das wäre halt einfach schon wieder zu viel verlangt, bin ich ehrlich, so wie es ist. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr Bock habt, bei dem Turnier mitzumachen, schreibt es mir gerne runter in die Kommentare, ob ihr mitmachen wollt. Ich werde dann höchstpersönlich mit diesen Leuten, ich werde sie auch in Fortnite dann adden und werde ihnen dann höchstpersönlich dann auch sozusagen die schauen, was sie so drauf haben und so weiter und so fort. Aber ich werde natürlich nicht nur nach dem Skill gehen und ob ihr halt auch ein ehrenvoller Teammate seid, der keine unehrenhafte Aktion macht oder sowas in der Art. Und ob ihr überhaupt da Bock drauf habt auf das Turnier. Leute, für die, die keinen Bock auf dieses Turnier haben, brauchen sich gar nicht auf meinem Kanal zu melden, denn das hat keinen Sinn. Und noch ganz wichtig, eine Nachricht an was soll ich jetzt genau sagen? Eine Nachricht an die, die jetzt in meinen Kommentaren irgendwelche Seiten gepostet haben. Leute, Seiten posten auf meinen Videos ist nicht erlaubt. Wenn ich diese Werbung erlaubt habe oder diese Seiten, die ihr da gepostet habt, dürft ihr die gerne von mir aus, dürft ihr die schon da drauf verlinken oder beziehungsweise auf meinem Kanal dann in die Kommentare reinschreiben, die Seite. Aber wenn ich es nicht genehmigt habe, müsst ihr einfach damit rechnen, dass ich euren Kommentar entfernen werde oder ihn nicht weiter beachten werde, weil ich sowas einfach nicht haben will. Und für die Leute, die das nicht respektieren können, werden eben dann blitzartig von meinem Kanal gebannt. Die werde ich dann von meinem Kanal bannen. Dann werdet ihr dann nie wieder im Vorschein treten. Das ist jetzt mal für die Leute, die das gemacht haben. Jetzt, das waren zwei verschiedene Leute aus den Kommentaren. Das ist eure erste Verwarnung. Wenn ihr euch so eine Sache nochmal gibt oder nochmal einer eurer Freunde da ankommt und irgendwas hier da reinschickt, Leute, werde ich da keine Gnade mehr zeigen. Dann werdet ihr alle drei weggebannt. Da kenne ich nichts nämlich, weil ganz einfach, es geht einfach auf die Nerven und wenn es solche Seiten sind, auf denen eh nur Scheiße rumfliegt, brauche ich sowas nicht, deswegen. Auf jeden Fall für die, die das gemacht haben, lasst es euch eine Lehre sein. Ich habe euch jetzt einmal verwarnt. Nach dem zweiten Mal wird es dann nicht mehr toleriert, selbst wenn ihr mir 1000 Mal in die Kommentare schreiben solltet oder mit dem anderen Account online kommen solltet. Ich werde trotzdem wieder euch wegbannen, bis ihr mit diesem Scheiß aufhört und da kenne ich auch nichts. Leute, da bin ich knallhart, also ich will da auch nicht belästigt werden, ich will nicht, dass da meine Zuschauer belästigt werden. Nur Leute, die auch ehrenvoll sind und mich nicht belästigen, beziehungsweise meine Zuschauer belästigen, dürfen natürlich da bleiben. Aber die Leute, die eben meine Zuschauer und mich da in dem Fall nerven und belästigen, werden einfach weggebannt. Und dieses Risiko müsst ihr einfach selber, dann habt ihr dann selber zu tragen. Ich werde jetzt nur so im Voraus schon mal gesagt haben, dass das jetzt, dass es jetzt eine Verwarnung gegeben hat. Nach der zweiten Verwarnung wisst ihr, was geschieht. Und ja, mehr will ich darüber jetzt auch nicht quatschen, weil ganz einfach, kann jeder mal machen. Aber warum man sowas überhaupt postet, finde ich eigentlich sozusagen unnötig und braucht auch eigentlich niemand. Auf jeden Fall, Leute,
Ist egal. Ich würde es einfach sagen, wir spielen einfach die Runde weiter. Und ja. Leute, ob Nils heute noch mit dabei sein wird, weiß ich eben auch nicht. Ich werde ihm nachher mal nochmal schreiben oder wenn er halt nicht antwortet, werde ich ihn nochmal anrufen und ihm Bescheid geben. Und ihn fragen, was eigentlich, ob er nachher noch mit Among Us zocken will, weil wenn er schon Fortnite nicht spielen kann, Leute, das tut mir auch höchstpersönlich für ihn eigentlich gerade im Moment echt leid, dass er Fortnite gerade nicht zocken kann. Das finde ich echt doof, dass es gerade jetzt passieren muss. Das finde ich immer scheiße, wenn sowas jemandem passiert. Und Leute, ihr müsst auch so sehen, Nils ist ein Ehrenmann. Wir haben uns gegenseitig immer wieder Geschenke gemacht und so weiter und so fort. Wir haben jetzt hier schon auf dem Kanal immer wieder, ist er in meinen Videos vorgekommen, auch mal mit seiner Schwester ist er in meinen Videos vorgekommen. Und sozusagen, sagen wir es mal so, Nils ist eigentlich so, zu sagen, wie ein Bruder für mich. Also er ist ein guter Bro und er ist halt schon sozusagen wie ein Bruder für mich. Und ja, das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, außer er bringt halt wieder so eine Scheißaktion. Ich hoffe nicht, dass er sowas macht, weil ganz ehrlich, Leute, was Verzeihen angeht, ich kann auch eigentlich Menschen relativ schnell verzeihen, das stimmt schon. Aber für Menschen, die ich so gar nicht kenne oder zu denen ich immer wieder sage, ey, lass das sein oder mach das nicht, ja, da ist es halt etwas anders. Aber ich kenne ihn jetzt schon relativ lange und von der her ist es eben auch nochmal eine andere Geschichte, versteht ihr? Komm schon, zieh mal ein bisschen hier. Sie zielt halt auch überhaupt nicht. Das sind halt wieder absolute Schwitzer hier, oder? Kannst du so viel Granaten draus spammen, wie du willst. Das bringt mir auch nichts. Das hat mir gerade nichts gebracht. Ich habe nur Zeit verschwendet, sozusagen. Okay. Eine andere Sniper Rifle, aber die bringt mir gerade im Moment nichts. Wenn die halt auch irgendwas zum Healen gehabt hätten, das wäre natürlich schmackhaft gewesen. Aber das Ding ist, ich habe die ja nicht mal gekillt. Das waren die anderen, die haben die gekillt. Ja, Leute, eigentlich ist die Runde eh schon vorbei, weil, ganz ehrlich, kann mich ja selber nicht mehr retten. Das war jetzt ein bisschen doof gewesen, dass ich da offensiv rein bin und die Zone nicht bedacht habe. Aber egal, Leute, das war trotzdem... Ja, okay, ich würde sagen, nicht eine ganz schöne Runde, aber halt, ja. Für den Anfang, dadurch, dass es die erste Runde ist, braucht man sich da auch noch nicht so groß was von mir erhoffen, denke ich. Ich meine, man kann halt nicht man kann nicht immer so krass sein wie morgen gerade, ne? Aber Platz 10, das ist auch schon mal nicht schlecht. Feier ich. Ich würde sagen, wir machen uns halt wieder direkt ready. Nils, falls du dieses Video auch gerade sehen solltest, schade an dich, Bro, dass es da leider gerade Probleme gibt. Ich hoffe doch, dass es aber heute oder morgen dann behoben wird und du dann auch spielen kannst, ne? Schade auch, dass du bei der Premiere nicht dabei sein kannst, wie wir gerade den Dings spielen, den Holo-Style von Tony Stark. Boah, der Typ hat ein starkes Sniper-Aim gehabt gerade. Alter.
er macht denselben Fehler wie seine Schüler. Let's do this. Vor allem Leute, das ist halt auch gut, weil da können wir einfach noch ein paar Stempelkarten erledigen, wisst ihr? Weil da kann man zum Beispiel einfach, ich kann zum Beispiel das mit dem Rocket Launcher kann ich abschließen. Vielleicht das mit den Sniper Kills, obwohl das kann man auch in Gruppenkeile abschließen, stimmt auch wieder. Aber ja, ihr wisst schon, was ich meine, so im Großen und Ganzen. Einen guten Gleiter hier. Aber Leute, es wird noch witzig, weil wir können, glaube ich, noch ein oder zwei große Patches erwarten. Also große Updates meine ich damit. Also übernächste Woche gibt es nochmal einen großen Patch und dann haben wir doch eigentlich auch schon wieder, ne? Ja, dann haben wir eigentlich schon wieder Dezember sozusagen. Ja, krass. Eigentlich dann beginnt schon die Season 5, also es ist noch ein großer Patch und dann ist es schon soweit, dann geht es schon mit dem... Es ist noch ein großer Patch und danach ist eigentlich auch schon Feierabend eigentlich, sozusagen. Uns was bringt, weiß ich halt nicht. Bam, bam. Ist mein Biggie hier gönnen an der Stelle. So. Keine Troll. Ja Leute, auf jeden Fall, wenn ihr da gerne mitmachen wollt, würde mich freuen. Oder ich frage einfach mal rum. Falls kein Team jetzt fragen würde, werde ich darauf noch zurückkommen. Aber mal schauen, wie es entwickelt. Vielleicht werden wir den Cup morgen auch nicht spielen können. Ich muss da erstmal schauen, wie es sich entwickelt oder wie es aussieht halt. Weil das kann man eigentlich nie mit großer Sicherheit sagen, weil man hat halt nicht immer Teammates, die Zeit haben, um eben an diesem Tag zu spielen. Weil manche Leute haben auch an den Tag eben schon was vor. Manche haben einfach keine Zeit oder so. Und ja, Leute, ich werde morgen auch nicht so lange Zeit haben, weil ich will eigentlich morgen schon noch etwas arbeiten. Aber bis 17 Uhr ist gute Zeit. In der Zeit kann ich eigentlich gut noch unten was schaffen, wenn es sich ergibt. Also wenn morgen gutes Wetter ist. Und dann halt noch vielleicht etwas für die Schule lernen, damit man halt, damit ich auch am Donnerstag auf den Test vorbereitet bin. Das andere Turnier, da muss ich mir auch nochmal die Zeit anschauen, wann das ist, weil das würde mich auch gerade mal noch interessieren. Das machen wir, glaube ich, nach der Runde. Wir schauen uns mal die Zeit an und dann schauen wir uns auch nochmal an, ob sich da im Battle Pass Menü was verändert hat. Und ja, Leute, dann sollte es auch passen, denke ich. So. Gerade noch eine Shoddy. Aber die Doch-Karte habe ich eigentlich schon abgestellt. Mit den Pumpgun-Kills. Auf ganz mysteriöse Weise. Leute, schade, dass Herr Lama gerade nicht mit dabei ist. Ui. Der Effekt, den wir gerade gemacht haben, als wir die rausgeholt haben, sah eigentlich ganz cool aus. Leute, bei der Spitzhacke ist es halt so, sie verändert sich nicht. Also ihr Aussehen verändert sich nicht, wenn ihr Kills macht, sondern erst, es kommt auf die Platzierung an.
Je nachdem verändert sich diese Spitzhacke. So denke ich mal, so war es doch eigentlich. Aber ganz sicher bin ich mir da auch gerade nicht mehr. So. Oh, und wir kriegen Rocket Launcher raus. Ich glaube, ich nehme mal den Rocket Launcher lieber mit. Der Granat Launcher ist schön, aber Rocket Launcher ist vielleicht auch gut. So. Wir gehen da gleich in die Zone auch weiter. Haben wir gerade noch die Metallmission hier. Übrigens sollte, was das Snipen angeht, da bin ich eigentlich ziemlich gut drin. Manchmal veräme ich zwar immer noch ziemlich, aber es kippt sich, sagen wir es mal so. Manchmal habe ich Glück, manchmal habe ich Pech. Dann, es gibt ja Tage, da läuft es überhaupt nicht, und dann gibt es wieder Tage, da läuft es voll gut. Das ist bei mir manchmal auch eben der Fall. Manchmal habe ich wirklich solche Tage, da sage ich, nö, da läuft überhaupt gar nichts mehr. Dann gibt es wieder Tage, okay, ja, läuft ja super. Gut, die Mission hätten wir dann auch durchgepaced. Gut, dann nehmen wir den Lambo und hauen mal ab hier. Abgangkill. Oh shit. Durch die Straßensperre durch. Wow. Boah, der hätte uns fast noch getroffen, der Minion hier. Oh nein. Wir den nicht getroffen haben, das war schon irgendwie leichter Pay hier an der Stelle. Uiuiui, da kriegt auch das Maul hier, ey. Ja, moin, Minion. Krieg ich hier drauf, oder? Oh. Da war kein Treffer abzusehen, ne? Oh, oh. Da zieht auch jemand mit seiner Sniper hier umher, oder? Wah. Muss man echt Obacht haben hier. Oh, 132er. Ja, ja. Snipern. Da bin ich Profi drin. Ah, da hat er mich echt gut gehittet. Ah. Natürlich hat er mich getroffen, Leute. Natürlich. Ah. Den brauchen wir eigentlich nicht zu sehen. So schlecht, ey, Leute. Ja, das weiß ich schon, dass das bald ist. Nee, das wollte ich gar nicht schauen, Idiot. So. Da steht immer noch 30. November, da hat sich nichts geändert, also. Seltsam. Und jetzt wollte ich noch schauen, wann ist es? Zeit? 16 bis 18 Uhr. Okay, okay, okay. Das heißt, ich muss am Sonntag früher austragen gehen. Oder wir machen es schon am Samstag, dann wäre ich auch schon fertig. Dann hätten wir das auch schon. Muss ich mal überlegen, ob ich das am Samstag mache. Könnte ich auch machen, dann
wäre es eigentlich schon safe. Dann wären wir safe. Wenn ich es am Samstag mache und austeile, dann können wir das Turnier am Sonntag spielen. Dann ging das auch. Also, das werde ich aber noch random entscheiden. Ich muss mal schauen, wie es läuft. Ha! Ich habe gestern keinen mitgebracht. Ja, das war halt der eine da gestern. Letzte Woche habe ich zwei, vorletzte Woche habe ich nur zwei mitgebracht. Leute, im Weihnachtsmucke schon wieder hier drin. Obwohl wir noch nicht mal annähernd Weihnachten haben. Warum das? Sind doch knapp bald, das ist noch bald, das ist jetzt noch zwei Monate hin, du. Ja, jetzt komm. Übertreibung des Jahres schon wieder hier. Muss mal schauen. Ist ja gestern Datenkult. Das kann jetzt entweder Mittwoch kommen, Donnerstag oder Freitag. Die drei Tage kann ich in Betracht ziehen. Wenn es da noch nicht da ist, dann kommt es erst nächste Woche. Ja, moin. Jürgen zockt sich schon wieder selber. 300 Euro kostet so ein Ding normal. Ha! Brauchst dir keine Switch kaufen, oder? Das bringt dir nix. Ja, warum willst du dir eine Switch kaufen? Willst du noch Pokémon zocken? Ja, viel Spaß dabei, die 300 Tacken aus dem Arsch zu ziehen. Ja, viel Spaß, dir so viel Geld aus dem Arsch zu ziehen. Was ist der Unterschied zwischen Lite und Switch? Was heißt das auf Deutsch? Ja, Mann. Ja, was soll ich denn dann mit einer Light? Ja, aber ist die Frage, kannst du damit auch andere Spiele spielen? Ja, wer weiß. Vielleicht kannst du ja auch drauf Fortnite spielen. Kasch dir raussuchen. Ja, das ist schon mein Problem, dass ihr auch das Platin wäre ja schon mal schön. Leute, jetzt grübelt meine Mutter darüber, dass sie sich eine Nintendo Switch Lite kaufen will oder eine Dings oder Pokémon Platin. Moin. Für die Leute, die Pokémon können, können es gerne auch in die Kommentare reinschreiben. Vor allem mich dann wieder einladen hier, ey. Vor allem Leute, das sind dann einfach Leute, mit denen kann ich einfach nicht reden, also ganz ehrlich. Also Leute, es ist schön und gut, wenn ihr, wenn Leute aus meiner FA mit mir zocken wollen, da sage ich auch nichts dagegen, aber wenn es halt Leute sind, die ich überhaupt nicht verstehen kann, also. Manche können ja überhaupt kein Deutsch und so weiter und so fort, und das ist halt eben das Ding. Das ist halt eben auch so eine Sache immer. Aber ich wirklich mit denen spielen wäre also schon liebend gerne mit Leuten aus meiner FA, die ich auch kenne und die auch Deutsch können. Das ist mir schon recht, weil Leute, ich muss ehrlich sein, also mit Englisch, da klappt's nicht so bei mir. Mit Englisch, da könnte mich, glaube ich, komplett über den Haufen hauen. Ich meine. Ich kann kein Englisch, sagen wir es mal so.
Englisch ist bei mir nicht so vorhanden. Der Englisch speakende Boss ist leider nicht vorhanden. Ist denn alles online? Natürlich müssen es auch Leute aus meiner FA sein oder natürlich auch Leute, die auch morgen Zeit haben für das Turnier. Sonst bringt mir das nämlich nichts. Aber dass das halt zur Zeit auch wieder alles nur Trio-Turniere sind. Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Also schön und gut zwar, dass da man da die Chance bekommt, sich die Skins-Sets zu verdienen. Ich bemühe mich da ja auch immer schon immer wieder. Das habt ihr auch schon beim Dings-Turnier gesehen, beim Daredevil Cup. Habt ihr das auch gemerkt? Da habe ich mich auch mega ins Zeug gelegt. Auch wenn wir nicht genau wussten, um was es zum Anfang ging. Aber trotzdem, ich habe mich bemüht und sein Bestes geben. Mehr kannst du einfach nicht jetzt. Also zumindest so hier spielertechnisch her. Kannst du nur dein Bestes geben. Und mehr geht halt auch nicht. Es ist halt so einfach. Das kannst du auch nicht ändern. Ja. So ist das, Leute. Aber mal schauen. Ich werde mal rumfragen, wer so alles kann. Also Nils werde ich wahrscheinlich nicht kriegen, weil der, der wird sicher morgen nicht können oder so, oder irgendwie so in der Art. Auch wenn das Update morgen da sein sollte, wird er um die Uhrzeit sicher nicht mehr können. Weil da geht er meistens eh wieder offline. Ich kenne ihn da schon etwas gut. Okay, wir haben auch schon bis 18 Uhr gezockt, aber das, es geht rein theoretisch nur um seine Eltern, dass er seinen Eltern da nicht kann und deswegen auch nicht darf und sowas in der Art und so weiter und so fort. Tic-Tac, da bin ich mir auch gar nicht sicher, ob ich mit dem spielen will, weil er war schon ziemlich frech zu uns die letzte Zeit. Ob ich mit ihm da spielen will, weiß ich auch noch nicht, ob ich ihn da wirklich nehmen will. Und wahrscheinlich wird er dann auch keine Zeit haben, höchstwahrscheinlich. Ich denke jetzt mal, er wird keine Zeit haben, ich habe keine Ahnung. Das werde ich dann noch rausfinden müssen, schätzungsweise. Naja, egal, Leute. Ich werde halt einfach mal mit ein paar Leuten heute mal reden. Höchstwahrscheinlich. Aber schreibt doch gerne rein, ob ihr morgen mit mir gerne den Cup zocken würdet, den Ghost Rider Cup. Würde mich mal liebend gerne interessieren, wer da mitmachen will. Es ist ein Trio-Turnier, also brauche ich zwei Teammates. Mindestens. Ich schätze, ich bin tot, ne? Kann sein. Boah, als ob ich den noch weggemäht habe. Moin. Never mind. Alter, da hat er uns aber schon gute Hits gedrückt, du. Der hat uns echt starke Hits gedrückt, ey. Schon immer nochmal, ey. Hey, 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 hey. Ich glaube, wir legen die Biggies weg, aber wir nehmen erstmal so, so. Müssen wir hier ein an der Stelle? Boah, wie er uns gedrückt hat. Süß, ey. Er chillt auch nicht mehr sein Leben, oder? Boah, nein, ich höre schon den Gegner. Nicht gut. Digga, Alter.
Boah, ich bin so one-shot. Never mind. Hab ich gerade nicht gemacht. Ja, ich bin safe tot. Ja. Schade, Marmelade. Schade, schade, Leute. Aber ich hab's gut runtergespielt irgendwie noch, dieser Sniper-Hit. Ja, er ist so slow, ey. Nein. Nein, Leute, ich hätte fast noch gewonnen. Egal, Leute. Wir haben's gut runtergespielt. War gut. Ich meckere auch gar nicht. Ja. Egal, Leute, ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, Leute, auch gerne einen Kommentar da lassen. Wie ihr wisst, ich lese mir die Kommentare immer gerne durch, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn der eine oder andere vielleicht mit bei diesem Turnier mitmischen will. Weil ich brauche da noch wirklich zwei Teammates. Ich schaue, ob in meiner FA jemand Bock hat, da das Turnier morgen mit mir mitzuspielen. Aber falls es da niemanden geben sollte, Leute, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bei auf diesem Video natürlich, Leute. Und dann werde ich euch auch noch antworten, natürlich. Schade, dass wir jetzt Level 215 nicht mehr erreicht haben. Aber ich werde es noch heute schaffen, natürlich. Das ist ja klar. Und ja, Leute, euch noch heute einen schönen Abend. Und für die, die noch Ferien haben, Bayern, da wird es ja wieder gemeint, euch noch eine schöne Ferienwoche. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Peace.